Hallo, ich bin hier am Zentrum an der Flachauer Winterwelt. Und während ich jetzt mal ein bisschen rodeln gehe, könnt ihr euch ein Interview anschauen, was der Christian mit den Betreibern hier geführt hat. Neben mir steht der Oliver Hasenfuß, das ist einer der beiden Mitbegründer von Snow Promotion. Seit wie vielen Jahren macht ihr das mit einjähriger Unterbrechung hier jetzt schon am Zentrum? Vor 21 Jahren ging es los. Also 2000 war es das erste Mal hier im Zentrum, das Konzept von Schnee in der Innenstadt vor Ort produziert, damit man den nicht aus den Bergen bringen muss, und haben hier halt die Rodelrampe. Und bis vor 2 Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, weil letztes Jahr ist es ausgefallen, auch eine Kindermotorschlittenbahn, die gibt es dieses Jahr leider nicht, weil wir alle Flächen vergrößert haben und auch die Möglichkeit der Gastronomie geben wollen und der Live-Musik geben wollen, mit genügend Abstand outdoor zu feiern. Was ja derzeit möglich ist und hoffentlich auch möglich bleibt. Ihr beschäftigt euch ja bei Snow Promotion ganzjährig mit Schnee. Ja. Letztes Jahr kann nicht allzu viel gewesen sein, oder? Weil Veranstaltungen gab es nicht allzu viel im Winter. Nein, letztes Jahr war eigentlich gar nichts. Mit Frühjahr 19, als alles losging, war dann Frühjahr 20. März 20, genau. Damit ist eigentlich alles gestoppt worden, und es ging erst wieder los dieses Jahr im Oktober mit dem Weltcup in der Schweiz. Das habe ich mitbekommen. Wie war es in Chur? War das wieder schön, Menschen zu sehen, viele Menschen zu sehen, glückliche Gesichter zu produzieren? Wie war das? Es war ziemlich geil, muss man sagen. Wir kommen ja wirklich von der Pike. Wir haben das Ganze ja als Eventler aufgezogen, selbst in der Hand den Schnee geschaufelt und gemacht und getan, bevor die Firma immer etwas größer wurde. Dann wurde das leider ein bisschen weniger. Jetzt wieder mehr, weil jetzt gehen wir wieder mehr auch in die Projekte rein. Das Team wurde verkleinert, das hat sich nicht vermeiden lassen. Jetzt haben wir wieder Events gehabt. In der Schweiz waren an 2 Tagen 27.000 Leute auf dem Platz mit auch genügend Abständen und endlich mal wieder ein Weltcup, der stattfinden konnte. Und das war gigantisch für Team, für Zuschauer, für die Weltcup-Fahrer. Es war einfach geil, muss man sagen. Du bist ja einer der beiden Mitbegründer von Snow Promotion. Ja. Wie war denn so jetzt in der Vorbereitung der Flachauer Winterwelt hier am Zentrum so deine Emotionskurve, oder sagen wir mal so, da, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert? Das wird ja wahrscheinlich nicht stringent klar gewesen sein vom ersten bis zum letzten Tag. Das wird dieses Jahr ganz locker über die Bühne gehen. Ja, das stimmt. Wir haben alle natürlich gehofft, und hoffen hilft dann auch meistens. Es haben sich Änderungen ergeben, dass man doch outdoor einiges jetzt machen kann. Wir hoffen, dass es so bleibt, aber letztendlich die letzte Entscheidung ist auch erst wieder ein paar Wochen vorher getroffen worden, dass wir die Produktion wieder aufnehmen und dass wir auf den Eröffnungstag, den wir heute haben, hinarbeiten. Ging zwischendurch noch mal der Puls hoch, als es so wieder, als die Kurve in Deutschland so die wirklich richtig nach oben hinging? Oder war das für euch eigentlich klar, dass ihr das trotzdem machen könnt? Nein, also wir haben eigentlich, oder wir rechnen noch weiterhin fest damit, dass man im Außenbereich und mit 2G-Regeln, 3G-Regeln oder wie es jetzt kommt, außen doch mal noch weiter was machen kann. Wir sind draußen, wir haben Abstände, wir haben, wenn es voll ist, Maskenpflicht. Und damit hoffen wir schon, dass wir hier durchkommen, dass wir das weiter anbieten können. Und sind wir mal gute Dinge, dass es uns nicht noch mal so schlimm erwischt, dass wir in Lockdown oder ähnliche Geschichten zurückfallen müssen. Die Branche, die Leute, die Kinder, die Wirtschaft, alle brauchen es eigentlich, dass wir weitermachen. Wenn wir alle vorsichtig genug sind, glaube ich, dann wird das auch was werden. Wir stehen jetzt ohne Maske hier, wir haben Abstand, wir sind beide getestet, wir haben Bereiche, wo wir jetzt ohne Maske sein können, weil es gastronomische Bereiche sind, aber in den öffentlichen Bereichen, wo es auch unkontrolliert zu Strömen kommt, achten wir einfach darauf, dass wir da sicher sind, weil das ist der Garant dafür, dass wir dann auch
durchhalten diesen Winter. Damit hast du mir zumindest gerade das weggenommen, dass ich sagen wollte, wir sind hier in einem besonderen Bereich, weil die Besucher, die hier reinkommen, die müssen zumindest mal am Wochenende, soweit ich weiß, auch beim Rodeln hier auf der Rampe und auch beim Konzert oder bei den Konzerten Maske tragen. Ja, es ist so, dass das Zentrum entschieden hat, aufgrund der derzeitigen Situation, dass in den Bereichen, wo man halt nicht Abstände garantieren kann, weil einfach viele Leute kommen, die ja auch kommen wollen, die sich freuen, wieder kommen zu können, Maskenpflicht auch draußen einzuführen. Es ist auch heute auf dem Weihnachtsmarkt sehr gut besucht. Und von daher denke ich, ist das eine sinnvolle Regelung zu sagen, dass, wie es derzeit ist, von 17 Uhr freitags bis sonntags 21 Uhr Maskenpflicht auch im Außenbereich. Damit ist allen geholfen. Und wie gesagt, wir drücken fest die Daumen, dass es dann auch bis Weihnachten hier in der Winterwelt und im Zentrum auf dem Weihnachtsmarkt weitergeht. Normalerweise startet ihr ja immer mit Jörg Bausch in diese Winterwelt. Der hat dieses Jahr, glaube ich, gesagt, er macht überhaupt gar keine Konzerte. Dementsprechend muss das Programm ja umgestellt werden. Und er war ja sogar teilweise zweimal hier am Zentrum. Er war immer zweimal hier. So, er hat eigentlich den Anfang und das Ende immer gemacht. Wer tritt dieses Mal alles auf? Wir sind dieses Jahr komplett auf Bands. Wir haben gute Coverbands, wir haben Bands aus Österreich, wir haben Radiobands, heute Abend die Deluxe Radio Band. Und machen damit ein breit gefächertes Programm, was weniger auf Party im Sinne von Ausflippen, sondern auf gute Musik, Spaß haben, trinken, tanzen, alles mit Vorsicht, aber trotzdem mit viel Stimmung ausgerichtet ist. Und auch das ist wieder ein Mosaikstein dessen, dass man einfach sagen kann, das ist eine Art und Weise, wie man es durchführen kann. Nachhaltigkeit wird ein immer wichtigeres Thema in unserer Gesellschaft. Wir haben jetzt hier, würde ich sagen, gefühlt 4, 5, 6, 7 Grad plus. Wie funktioniert das mit eurem Schnee? Das funktioniert ja nach einem ganz besonderen Prinzip. Und ich habe diese Woche erst gelesen gehabt, wo im Moment mit einer Anlage dieses Scherbeneis produziert wird. Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung. Versucht das mal aufzuklären und mal mit Fakten um die Ecke zu kommen. Oh, das ist schön, da komme ich gerne mit Fakten um die Ecke. Diese Art der Schneeproduktion bei Plusgraden, wenn sie mit Scherbeneis, mit Crasht-Eis, wir mögen das Wort Scherbeneis nicht so gern, weil wir formen das um und haben eine Firnenschnee-ähnliche Konsistenz, ist nichts anderes, als dass wir Wasser herunterkühlen, gefrieren, es dadurch zu Schnee machen, zu kleinen Partikeln. Das wird auf der Basis von modernen Kältemitteln gemacht, in geschlossenen Systemen, mit einer guten COP heißt das, also mit einer guten umweltverträglichen Energieübergabe. Klar wird Energie dafür gebraucht, aber das Beste, was technisch machbar ist, um Wasser zu gefrieren, wird dort gemacht. Ohne Chemie, ohne alles, ist also Wasser, was ganz gefroren wichtig, wird, ohne Wasser. Chemie. Es ist nur Wasser, es ist wie eine Eisfläche, nur halt als Schnee. Wenn der Schnee schmilzt, wird er wieder ganz normal dem Grundwasser zugeführt, da ist nichts drin. Das ist so, als wenn es regnet, Snow is only frozen water, alter Snowboarder-Spruch, ist das eigentlich bei der Technik. Und daher ist es kein Schnee durch von den Bergen runterfahren oder ähnliche Geschichten, sondern einfach eine Technik, die aufgrund der Basis des heutigen technischen Fortschrittes bestmöglich den Schnee produziert. Ich vergleiche das immer so, wir haben Freibäder, die den Pool heizen, wir haben Eisflächen und solche Geschichten. Und man muss noch dazu sagen, ich glaube, das ist der entscheidende Vorteil, der schmilzt nicht so schnell wie normaler Schnee, weil er energiereicher ist. Genau, das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch, dass er so eisig ist, hat er eine viel höhere Kerntemperatur als natürlicher Schnee und schmilzt dadurch langsamer. Also es dauert ungefähr dreimal länger als bei natürlichem Schnee, bis dieser Schnee anfängt zu schmelzen. Und dann schmilzt er wie natürlicher Schnee, weil er einfach eine höhere Kerntemperatur hat und die Energie in dem Wasser bestmöglich gefroren ist. Und wer das mal ausprobieren möchte, hier hinter uns auf der Schneerampe liegt ja Schnee. Ich habe mal vor einigen Jahren hier mal einen Schneeball geformt. Also ich würde sagen, subjektiv, die Hände werden massiv schneller kalt.
Ja, das werden sie. Sie werden massiv schneller kalt, aber ich darf ja vielleicht auch aus dem Nähkästchen plaudern. Wir kennen uns ein paar Jahre von, ja, wir haben gerade mal gesagt, 15, 16 Jahre ist es her. Da hast du auch noch aktiv auf Skiern gestanden. Da stehe ich auch noch heute, aber ja. Ich stelle keine Weltrekorde mehr auf. Genau, da hast du noch deine Weltrekorde aufgestellt und hast hier auch eine Promotour gemacht und hast den Schnee selbst getestet. Es geht, es ist super, es macht Spaß, es bringt Schnee den Kindern, leuchtende Augen auch bei Erwachsenen. Eigentlich, wir kommen vom Schnee machen, das ist unser Herz, es macht Spaß. Und deswegen sind wir froh, dass wir die Krise und alles damit Verbundene auch überleben konnten und jetzt am Start sind und hoffentlich wieder weiter in den nächsten Jahren hier die Winterwelt machen können. Bis wann geht das jetzt hier am Zentrum? Während des Weihnachtsmarktes bis zum 23.12. Das ist wie jedes Jahr dann der letzte Tag und dann geht es nächstes Jahr wieder weiter. Und dann empfehlt ihr sicherlich einen Besuch in Flachau bei eurem Partner, oder? Das sowieso. Wir besuchen unseren Partner auch in Flachau regelmäßig. Jetzt sind ja viele Flachauer aus der Gastronomie auch hier, die bis Weihnachten praktisch dann in Oberhausen verbringen und dann wieder zurück nach Flachau gehen. Das ist auch eine ganz lang gewachsene, super funktionierende Kooperation mit Flachau, dem Salzburger Land, dem Zentro und uns. Und der Erfolg, glaube ich, den wir damit haben, jedes Jahr aufs Neue sind die Leute froh, die Kinder freuen sich, wir haben großen Zulauf, auch jetzt wieder und freuen uns, dass es wieder richtig losgeht. Oliver, letzte Frage. Wo kann man, wenn man sich über Preise, Öffnungszeiten, Prozedere informieren will, wo kann man das tun im Moment? Am einfachsten an unserem Kassenhäuschen, also einfach ins Zentrum nach Oberhausen kommen. So, und für die Menschen, die dann mehr so mit diesem Gerät am Arm unterwegs sind? Ja, auf den Seiten vom Zentro selbst, also zentro.de, snowpromotion.de, unsere Firmenseite, oder am besten im Facebook einfach Flachau Winterwelt eingeben. Da sind immer die neuesten News, kleine Videoclips, Informationen über aktuelle Geschehnisse oder Lagen, sollte es noch mal irgendetwas ändern. Aber das ist ja zurzeit auch tageweise, muss man gucken, was kommt als nächstes und welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, damit wir weitermachen dürfen. Oliver, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dieses Jahr. Danke ich dir, wünsche Christian. Uns allen zusammen, dass dieses Wunder, vielleicht ein kleines Weihnachtswunder eintritt, dass die Inzidenzen und auch die Hospitalisierungsrate nicht weiter zunimmt, sondern dass sich aus irgendwelchen Gründen ein gegenläufiger Effekt einstellt, sodass ihr die Winterwelt durchziehen könnt und die Menschen auch eine schöne Vorweihnachtszeit haben können und sich frei bewegen können und das machen können, was wirklich das Schöne an Weihnachten ist. Da vorne zum Beispiel im Fuchsloch Glühwein sich zu ziehen und gemütlich zusammen ein Glühwein zu ziehen. Eine gute Idee, ich glaube, das machen wir jetzt. Gut. Dankeschön. Das war's aus Oberhausen, aus der Flachau Winterwelt und ich freue mich darauf, dass wir uns bald schon wiedersehen.